Ich grüße euch, liebe Sportfreunde. Sören ist am Start, ich bin am Start. Und ja, was steht an, Sören? Was machen wir? Heute wiegen wir uns wieder nach drei Wochen. Knapp drei Wochen, ne? Ich dachte, es wären schon vier Wochen. Das ist ja knapp drei Wochen jetzt her. Und ich dachte, es wird mal an der Zeit, einfach mal zu gucken, ob Sören auf dem richtigen Weg ist. Das ist immer ganz wichtig, dass wir dann eventuell korrigieren müssen. Für dich war ja einfach wichtig, reinzuhauen. Hat es bisher so funktioniert? Essen, was denkst du? Sehr gut. Am Anfang sogar besser als jetzt. Ja. Aber es liegt, glaube ich, daran, weil ich einfach alles auch gegessen habe. Hat die Motivation schon nachgelassen? Nee. Aber das Essen. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe auch Sören einen großen Einkauf am Anfang ein bisschen gegönnt, habt ihr gesehen. Da müssen wir mal ein bisschen nachliefern. Wir sind schon an Sponsoren dran, dass er auch immer den Kühlschrank voll hat. Aber ich würde sagen, nichtdestotrotz, 55 Kilo Ausgangsgewicht. Yeah. Ich würde sagen, Stunde der Wahrheit. Wir gucken mal auf die Waage, wie sie jetzt aussieht, so nach drei Wochen. Jacke aus, Schuhe aus. Du hattest letztes Mal ein Hoodie an, ne? Genau. Mütze kannst du auch noch abmachen, wir wollen nicht schummeln. Okay, Sören, Stunde, Sekunde der Wahrheit nach drei Wochen. Baller dich mal auf die Waage, 55 Kilo Ursprungsgewicht. Was ist das? 57,5, oder? 57,5 in etwa. Ja, 57,5, 2,5 Kilo in drei Wochen. Kann man mit arbeiten. Eins muss man jetzt ganz klar sagen, Sören. Ne? Wir hatten ja als langfristiges Ziel so 3.500 Kalorien. Du hast jetzt so im Durchschnitt 2,5 schon geschafft. So ungefähr, ne? Ja, also so 2.500 bis 3.000 haben wir geschafft. Ja, 2.500 bis 3.000. Jetzt müssen wir auch eins sehen. Das ist für dich schon eine krasse Steigerung. Also Respekt, toi, 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 dass du das durchgezogen hast. Aber eins muss man sehen, auch 1,80 groß, machst viermal die Woche Sport, ja, bist auch sehr aktiv. Das heißt, selbst wenn du jetzt bei 3.000 Kalorien bist in etwa, kommst du ungefähr auf deine Erhaltungskalorien. Das heißt, deine Erhaltungskalorien bedeutet, dass du davon noch gar nicht zunehmen kannst, weißt du? Das heißt, alles, was du isst bei 2.500 bis 3.000 Kalorien, wird wahrscheinlich dein Körper sich noch ziehen, weil du ja sportlich aktiv bist, die Muskulatur verbrennt wieder was. Das heißt, es ist schon mal der richtige Weg, aber bis man wirklich optisch was sieht, müssen wir dich noch ein bisschen dran gewöhnen, ein bisschen mehr zu kriegen. Aber das ist schon mal ein guter Anfang, glaube ich, 2.500. Wie gesagt, ich habe ihm gleich gesagt, und das ist, verstehst du ja auch und ihr auch, man kann nicht gleich von ihm erwarten, dass er von 500 Kalorien am Tag auf 3.500 geht. Das ist einfach eine krasse Umstellung, vor allem auch mit dem Krankheitsbild, mit dem Background. Deswegen sind 2.500 schon mal gut. Aber wir müssen natürlich langfristig, damit sich was verändert, müssen wir hochgehen. So, auch Sören muss natürlich ein bisschen tracken. Auch beim Zunehmen ist es natürlich wichtig, wenn man auf ein gewisses Ziel kommen möchte und da Schwierigkeiten hat. Also nicht nur beim Abnehmen. Ne? Immer so eine Übersicht verschaffen, was sie tatsächlich futtert. Weil ich kenne das bei vielen Anfängern, die dann irgendwie einen Döner abends essen und ein bisschen Eis zwischendurch und dann sagen sie mir, ja, ich esse doch den ganzen Tag voll viel, ich kann trotzdem nicht zunehmen. So, kennst du das Gefühl? Ja. Dass du irgendwie, wenn man es nicht trackt, dann... Ja. Man es ist oftmals weniger, als man denkt. Ne? Also manchmal ist wirklich viel mehr dahinter. Also auch wenn ihr Probleme habt mit Zunehmen, trackt mal, um wirklich zu wissen, was da reingeht, weil wahrscheinlich esst ihr viel zu wenig. Ne? Bei Sören war es wahrscheinlich am Anfang auch so, deswegen tracken. Wir haben mal ein paar Tage jetzt rausgefischt, mal so random. Ich gucke einfach mal so rein. Für mich eine Übersicht, eine Kontrolle. Hier 29. Januar zum Beispiel warst du bei 2.750 Kalorien. Das ist super. Ich habe gesagt, wenn du 2,5 schon mal schaffst, mega fett. Mhm. Dann gehen wir mal auf die Nährstoffverteilung. Und zwar hast du Eiweiß gegessen, 140 Gramm. Das ist schon gut, oder? Das ist super 140. Bei deinem Gewicht. Kohlenhydrate 291 und Fette 112. Also da könnte ich so sagen, im Aufbau ist es da, wenn es dir schwerfällt zu essen. Fette haben ja mehr Energie, ne? Haben ja quasi mehr Kilokalorien pro Gramm. Deswegen kannst du wirklich bei 112, du darfst sogar mit den Fetten sogar noch ein bisschen höher gehen. Also wenn du wirklich Soßen, weißt du, dieses typische Nüsse, Soßen, irgendwas draufballern. Ne? Aber ganz lecker, die Cookie Crisper sehe ich gerade. Jetzt hast du sogar die Cinemies am Start. Macht es euch ein bisschen einfacher, macht es euch nicht mal klopp. Ne? Wenn es einfacher geht mit Cinemies oder so, gönnt euch. Ne? Aber was auch ganz wichtig ist, auch wiegen, wenn ihr trackt, dann braucht ihr auf jeden Fall eine Waage. Weil als ich früher keine hatte, zum Beispiel, habe ich einen Löffel Erdnussbutter genommen, so 50 Gramm. Aber es sind keine 50 Gramm, deswegen immer wiegen. So eine kleine Waage und dann auch vielleicht eine Körperwaage zur Motivation. Ich meine, in zwei Wochen ist es nicht, oder drei Wochen, was heißt nicht viel? Ich finde es okay, 2,5 Kilo immerhin. So, aber das sagt ja, wir müssen langsame Schritte mit Sören gehen, dann geht's voran. Das wir gehen mal einen weiter. Ein Kilo pro Woche, oder? 2,5. Wenn das immer so weitergeht, leider geht es nicht immer so weiter, aber eigentlich ist es am Anfang immer einfacher, aber wir bleiben dran. Also, wie gesagt, nicht aufgeben, weitermachen, viel trinken. Ich habe schon gesagt, hier sehe ich auch gerade Saft, ja, was ist das? Liebe, milder Multi, ach, Multivitaminsaft. Da habe ich gesagt, da musst du noch mehr Gas geben, mehr Säfte trinken, ne? Wirklich ein bisschen mehr Kalorien trinken, aber hier sah ganz gut aus, 400 Milliliter immerhin oder 400 Gramm. Hier sind wir bei 3.100, das war ein ziemlich guter Tag. Sören, check, 30. Januar war ein guter Tag.
Wir müssen, ne? Ich hoffe, das stimmt natürlich auch alles so, dass du nicht irgendwie jetzt was random reinballerst. Hauptsache, der Görki liest das jetzt vor und alles ist gut. Aber im Endeffekt, weißt du, wir können uns hier nicht selber belügen, weil die Waage ist am Ende das Ergebnis. So, ja, ne? Das bringt mir jetzt so bei 2,5 Kilo kann natürlich auch ein bisschen Wasser dabei sein, aber bla. Das weiß man nie so ganz genau. Nee, aber wir gucken halt immer beim Wiegen, ne? Das ist immer ohne getrunken zu haben, zum gleichen Zeitpunkt so schon. Aber wie gesagt, wir müssen langsam vorangehen. Also 3100, super. 31 Gramm, 2,8. Gehe ich nochmal hier auf dein Eiweiß zum Beispiel. 121 Gramm. Fette 66 Gramm, wie gesagt, Fette macht es ein bisschen einfacher, da kriegst du noch was rein, geh ruhig ein bisschen höher. Klar, Fett immer zu vernachlässigen, weil das meistens mit ungesünderen Lebensmitteln in Verbindung steht. Also wie gesagt, Fette darfst du ein bisschen hochgehen, um halt da noch mal ein bisschen on top zu kommen. Weil wenn ich für die Kalorien und Proteine Nüsse esse, ist ja super viel Fett dabei. Definitiv, ja oder also Soßen. Fett, als würde ich jetzt guck mal, hier hast du Milchfettarm, ne? Da kannst du mach voll Milch rein. Ja? Sehe ich gerade einen Tag später, 1. Februar, 3000. Ja, also kann ich nur sagen, Sören, super, also ist schon mal so auf jeden Fall ein guter Start. Und mehr kann ich und will ich gerade auch gar nicht von dir erwarten, weil wie gesagt, von, was hast du gesagt, du hast am Anfang echt ein paar Nüsse am Tag gegessen ja, oder irgendwie, was hast du gegessen, 500 Kalorien? Ein paar Nudeln, ein paar Nüsse und dann war's also meistens unter Toastbrot. 1000 Kalorien, oder? Ja, auf jeden Fall, ist wirklich super. Also du hast ja schon fast verdreifacht, aber man muss halt auch, das hatte ich ja schon angesprochen vorhin, ganz klar sehen, selbst wenn du bei 2500, 3000 bist, das sieht man ja an der Waage, ist es größtenteils noch Erhaltungskalorie. Das heißt, weil du ja sportlich aktiv bist, wird dein Körper, deine Muskulatur den größten Teil davon ziehen gleich. Ne? Das heißt, auch dann wirst du nicht gleich aufbauen. Aber wir bleiben dran, machen weiter und gucken, dass wir irgendwie langfristig auf die 3,3, 3,5 kommen. Und dann wird man es optisch auch sehen. Und dementsprechend, ob man optisch was sieht, das checken wir jetzt nochmal ab. Einmal nochmal Oberkörper-Check. Ja? Man wird wahrscheinlich nicht viel sehen, aber wir gucken einfach mal. So, ja. Sören, was denkst du? Ist was draufgekommen? Also, ich würde eher sagen, nee. Oder vielleicht ein bisschen, aber 2 Kilo über den ganzen Körper verteilt ist jetzt auch noch nicht so viel. Streck mal die Arme so und dreh dich einmal, dann sieht man dich. Genau, einmal so von hinten, von vorne. Ja, du bist halt immer noch dünn. Das Einzige, was mir vielleicht ein bisschen auffällt, ist, zum Beispiel, ich bilde mir das vielleicht ein, aber gerade die Rippen und so ein Zeug, also man hat sein Knochenbau tatsächlich letztes Mal, finde ich, mehr durchgesehen. Das ist schon ein bisschen irgendwie ein bisschen mehr dichter drüber an Haut und vielleicht auch ein bisschen Wasser noch darunter, je nachdem. Aber wie gesagt, keiner hat gesagt, dass es eine einfache Reise wird. Ne? Das wussten wir auch vorher. Ja, es ist 3 Wochen her. Ich würde sagen, 2,5 Kilo. Darf man nicht zu viel erwarten, ne? Vor allem wenn man jemand Schwierigkeiten hat wie du. Und nur, dass ihr seht, wir versuchen es 2,5 Kilo, dass ihr auch mal so eine Übersicht habt. Was geht in 3 Wochen? Also geht sicherlich mehr, aber für dich ist es ein Erfolg, definitiv. Und das sind Schritte, die wir gehen wollen. Wir wollen jetzt nicht von 0 auf 100, weil es funktioniert nicht. Ja, also ich kann dir jetzt nicht wie bei einer Gans irgendwie so einen Trichter in den Hals stecken und sagen, schluck du Specht, das funktioniert nicht. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Du musst einfach auf natürliche Art und Weise da irgendwie vorankommen. So, 3 Wochen sind halt rum, wie gesagt. Und das ist ein erstes Update. Ich würde sagen, nach 8 Wochen insgesamt, also warten wir jetzt nochmal so 5 Wochen, damit auch ein bisschen was passiert eventuell, gucken wir nochmal auf den Body in 5 Wochen und dann, ja, müssen wir eigentlich mal über die 60 kommen, ne? Das ist doch schon mal ein Ziel, oder? Die nächsten Wochen über die 60 kommen. Klar. Und dann sind wir diese langsamen Schritte vorangegangen. Und vielleicht sind wir im Sommer 65 und 10 Kilo drauf. Das wäre doch schon mal eine richtig fette Sache, oder? Ne? Bist du motiviert? Ich hab Bock. Das ist ein Mikro immer hochhalten. Genau, Sören, wir ziehen durch, oder? Bleiben dran. Könnt ihr mal euer Feedback schreiben. Wie gesagt, ihr müsst auch immer ein bisschen diese Krankheit noch im Hinterkopf haben, weil immer sagen, was ist denn das für ein Problem? Er kann doch einfach essen und so. Kriegt man auch mal die Kommentare. Aber ich glaube, jeder, der die Serie von vorne verfolgt, weiß auch, dass es für Sören nicht so einfach ist. Und das bitte immer im Hinterkopf behalten. Dafür ist es auf jeden Fall in meinen Augen schon mal ein krasser Erfolg. Schaut euch auf jeden Fall das erste Video dazu an. Dann wisst ihr mehr und ja. Checkt Sören bei Instagram ab, weil du zeigst auch dein Essen immer wieder, ne? Genau, ich habe jetzt vor, jeden Sonntag Body-Updates, Gewicht und Figur okay zu posten. Und dann, dann nimmst du ja schon alle Informationen vorweg. Ja, keine Spoiler hier.